Die Modenschau beginnt um 20 Uhr. Die Interviews mit Frau Strobel und mir sollten 2 Stunden vorher abgeschlossen sein. Natürlich, Herr Halbrecht. Sie können so viele Fotos machen, wie Sie für Ihren Artikel über Prinzess Dirndl brauchen. Marie hat vollkommen recht. Ich darf Ben nicht heiraten, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Wie kann ich am Altar Ja zu ihm sagen und dabei heimlich an Felix denken? Ich muss ehrlich zu Ben sein. Was fällt dir ein, solche Lügenmärchen über mich zu erzählen? Ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr in Felix verliebt. Weil er behauptet hat, du wärst immer noch in mich. Ja, obwohl ich ihm schon so oft gesagt habe, dass wir beide nur Freunde sind. Schau, wie schön das Licht sich drin bricht. Der funkelt fast genauso schön wie deine Augen. Unser kleiner Lebensretter. Haben wir einen Deal? Papa. Ich denke schon. Die Tomatenessenz ist doch viel zu pfeffrig. Wer hat die denn abgeschmeckt? Das waren Sie, Chef. Versucht ja nicht, mir eure Fehler unterzujubeln, ja? Also, wer hat das verbrochen? Keiner von uns würde es wagen, aber auch nur den Deckel anzuheben. Was wird denn das heute? Meuterei in der Küche oder was? Ich habe ja nur gesagt, dass ich zu dämlich bin, die Essenz zu würzen. Das haben Sie jetzt gesagt. Was ist denn mit dem Mangold? Ja, der ist noch nicht fertig. Wir sind ja schließlich eine Person weniger heute in der Küche. Und wo ist Frau Schönbauer? Die hat einen Tag Urlaub und den haben Sie genehmigt. Oder haben Sie das auch schon wieder vergessen? Jetzt kommen Sie mal hier. Ja. Wäre, glaube ich, am besten, Sie würden sich heute für den Rest des Tages freinehmen. So, setzen Sie sich mal. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ist ja auch kein Wunder, wenn man plötzlich erfährt, dass die eigene Schwägerin Gift mixt und Leute entführt. Danke. Das ist schon komisch, dass ein einzelner Mensch so viel Unheil anrichten kann. Frau Bruckner. Herr Seifeld, guten Tag. Wie geht's Ihnen? Was macht die Schulter? Ach, ich pausiere heute, aber ist bestimmt bald wieder alles in Ordnung. Ja? Ihr Bruder und Herr Heinemann, die machen sich da größere Sorgen. Ach, ist nur eine kleine Prellung. Sie sollten vielleicht einen Arzt aufsuchen. Immerhin trainieren Sie für die Weltmeisterschaft. Ach, ein Tag. Trainingsausfall wirft mich nicht gleich zurück. Sollten Sie dennoch Hilfe brauchen, sprechen Sie mich einfach an. Danke für das Angebot. Aber ich denke, ich brauche es nicht in Anspruch nehmen. Hoffen wir es. Trotzdem, Sie können jederzeit auf meine Unterstützung und die meiner Familie zählen. Ja. Entschuldigung. Felix, ich muss dringend was mit dir besprechen. Wegen der Modenschau. Okay, bin gleich da. Nein, jetzt sofort, unter 4 Augen. Naja, wir waren ja eh fertig. Ciao. Gute Besserung. Danke. Das war nicht gerade freundlich von dir. Es ist auch nicht sehr freundlich von dir, dass du mit allem flirtest, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Ich war mitten im Gespräch. So nennt man das jetzt? Ich habe Frau Bruckner meine Hilfe zugesichert. Sag mal, was muss ich mich dann eigentlich vor dir rechtfertigen? Wolltest du mit mir über deine Modenschau reden oder willst du mich verhören? Wieder noch. Immer konnte sich vorhin gar nicht mehr losreißen von diesem Drahtherz. Und wie ihr euch beide da angelächelt habt. Das war so intim. Rosalie. Nichts da, Rosalie. Du bist so anders, seitdem du die 2 Tage mit Emma im Kraftwerk verbracht hast. Und Emma verheimlicht mir doch auch irgendwas. Das spüre ich doch ganz genau. Tatsächlich?
Was ist in diesem verdammten Keller passiert? Was läuft da zwischen Emma und dir? Prinzess Dirndl, Tradition mit dem gewissen Etwas. Das klingt total altbacken. Tradition trifft Moderne. Hallo, Süße. Rosalie hat mir gesagt, dass du hier bist. Es klappt. Was? Herr Sonnbichler hat mir freigegeben, damit wir ein paar Tage zusammen verbringen können. Schön. Hey, ein bisschen mehr Begeisterung, bitte. Entschuldige, ich bin gerade ganz woanders. Ich muss den Pressetext für die Modenschau fertig kriegen. Hm. Tradition trifft Moderne. Also, das klingt ein bisschen holprig, ne? Wie wär's mit Trend und Tradition? Gute Idee. Du, wegen der Hochzeit. Wir können gern woanders heiraten. Weit weg vom Fürstenhof. Ich meine nur, falls dich das hier alles zu sehr an die Entführung erinnert. Ben, Ich muss dir was sagen. Oh, du willst. Willst eine goldene Kutsche mit 10 weißen Pferden? Ich. Ben, ich. Ich kann dich nicht heiraten. Was? Was soll das heißen? Ich bin mir nicht mehr sicher über meine Gefühle für dich.